Hallo Leute, mein Name ist Melody und ich möchte euch heute den Yummy Gourmet, den 4-in-1 Babynahrungszubereiter von Tefal vorstellen. Ich selber bin Mama von zwei Kindern und ihr könnt mir glauben, ich habe in den letzten 3,5 Jahren so einige Breie und Mahlzeiten für meine Kinder vorbereitet. Und es war noch nie so einfach wie mit dem Yummy Gourmet. Damit kann ich jeden Tag frisch kochen, spare enorm viel Zeit, die ich natürlich als Mama gut gebrauchen kann. Und es ist wirklich super einfach zu bedienen. Wenn du jetzt wissen möchtest, warum ich der Meinung bin, dass es der perfekte Wegbegleiter ist für dich und dein Kind, dann bleib jetzt dran. Wie ich es bereits erwähnt habe, ist der Yummy Gourmet ein 4-in-1 Produkt und kann somit unterschiedlich aufgebaut und genutzt werden. Das Herzstück für alle Funktionen ist die sogenannte Basis, die mittels Touch-Display bedient wird. Mit diesem wird zwischen den drei Programmen Aufwärmen, Dampfgaren und Auftauen gewählt, sowie die gewünschte Zeit des Programms eingestellt. Die Basis dient weiterhin als Wassertank, der für alle Programme benötigt wird. Diesen muss man bis zur gekennzeichneten Stelle mit Wasser füllen und anschließend verschließen. Toll finde ich übrigens, dass durch die noppenartigen Füße unter der Basis der Yummy Gourmet fest auf der Arbeitsfläche steht und somit nicht verrutschen kann. Der Aufsatz umfasst ein Volumen von 800 ml und wird samt Deckel auf die Basis gesetzt. Zum Dämpfen und Pürieren werden neben der Basis auf dem Aufsatz der Mixergriff und die Messerklingen benötigt. Zum anschließenden Pürieren wird der Mixergriff einfach nur noch aufgesetzt und los geht's. Soll lediglich gedämpft werden, setzt man den Dampfkorb in den Aufsatz und kann wieder das Dampfprogramm samt Zeit wählen. Zum Aufwärmen und Auftauen werden die Keramikgefäße mit einem Volumen von jeweils 130 ml verwendet. Diese werden dabei einfach nur in den Dampfkorbeinsatz gestellt. Als weitere Möglichkeit können mit dem Mixerstab Soßen, Suppen und Smoothies hergestellt werden. Dafür gibt es zusätzlich auch noch einen Messbecher. Alle Zubehörteile sind außerdem spülmaschinenfest und bei dem verwendeten Kunststoff handelt es sich übrigens um 100% BPA-freien Kunststoff. Zur Abrundung wird ein Yummy Gourmet Rezeptbuch mitgeliefert, in dem es viele abwechslungsreiche Rezepte abhängig von der Entwicklungsphase eures Kindes gibt. Genug geredet, jetzt gehen wir mal zum praktischen Teil über und kochen was. Die erste Entwicklungsphase ist der Beikoststart, der ab dem 4. Monat möglich ist. Um das Kind an den neuen Geschmack und den ersten Brei zu gewöhnen, sollte man sich hier unbedingt nur für eine Gemüsesorte entscheiden. Ich wähle die Karotte. Diese wird gewaschen und geschält, in kleine Stücke geschnitten und dann gibt man sie in den Aufsatz mit den Messerklingen. Anschließend wähle ich hier auf meinem Display die Funktion Dampfgaren aus. Die Zeit und los geht's. Durch das schonende Dampfgaren bleiben Textur und alle Nährstoffe aller Gemüsesorten enthalten. Nach 20 Minuten sind die Karotten fertig. Jetzt kommt mein Mixergriff zum Einsatz. Einfach diesen aufsetzen und los geht's mit dem Pürieren. Der erste Brei sollte übrigens sehr fein püriert werden. Der Brei ist fertig und die Reise für das erste Essen kann beginnen. Wenn euer Kind mit dem ersten Brei und dem ersten Gemüse super zurechtkommt und ihr merkt, Mama, ich will mehr, dann könnt ihr auch gerne Kartoffeln hinzufügen. Übrigens, wenn ihr jetzt zum Beispiel eine größere Portion gemacht habt an Brei, dann könnt ihr das auch super einfrieren. Den Brei könnt ihr dann einfach in die Keramikschüsseln geben und dann lasst ihr das Ganze gut abkühlen und dann gebt ihr den Deckel drauf. Der ist sehr wichtig, denn so gelangen keine unerwünschten Bakterien in den Brei und dann könnt ihr das Ganze super einfrieren. Die nächste Phase ist circa ab dem 8. Monat, denn da darf der Brei auch etwas stückiger sein. Nicht vergessen, jedes Kind ist anders. Beim einen Kind kommt diese Phase etwas früher, beim anderen etwas später. Also vertraut da ruhig eurem Kind oder auch eurem Mama-Instinkt. Wenn diese Phase eingetreten ist, kann man nun verschiedene Gemüsesorten benutzen und ebenfalls im Aufsatz mit den Messerklingen dampfgaren. Da dieser Brei etwas stückiger sein darf, braucht ihr ihn am Ende nicht so lange zu pürieren. Et voilà, fertig ist der Brei für Babys, die mehr wollen. Ab circa einem Jahr sind die kleinen Babys bereit für die große Reise, nämlich die Reise, in dem sie nichts mehr püriert haben wollen. Wenn diese Phase eintritt, könnt ihr ganz einfach das Gemüse in mundgerechte Stücke schneiden und das Gemüse in den Dampfkorbeinsatz geben und dann dampfgaren. Übrigens kann man auch wunderbar Fisch und Fleisch zusammen mit dem Gemüse dämpfen.
Und ich sage euch was, die Kleinen lieben diese Essphase, denn sie dürfen endlich mit den Fingern essen, entdecken ganz viele neue Texturen und natürlich auch viele tolle Farben. Mahlzeiten, die man im Voraus eingefroren hat, lassen sich übrigens mit dem Yummy Gourmet auch ganz einfach und schnell auftauen. Dafür gibt man die Keramikschüsseln mit dem gefrorenen Brei ohne den Deckel in den Dampfkorbeinsatz, verschließt den Deckel und drückt dann auf das Auftausymbol. Der Brei wird schonend aufgetaut und verliert dabei keine wertvollen Vitamine. Natürlich lassen sich Mahlzeiten mit dem Yummy Gourmet auch ganz einfach aufwärmen. Hier gibt man wie beim Auftauen auch die Keramikschüsseln ohne den Deckel in den Dampfkorbeinsatz und drückt dann auf das Aufwärmsymbol auf dem Touchdisplay. Der Brei ist somit schnell aufgewärmt und fertig zum Löffeln. Jetzt habe ich so viel über den Yummy Gourmet geredet und was er alles für eure Kinder machen kann, aber eigentlich profitiert auch die ganze Familie davon. Denn mit dem Startmixer kann man ganz tolle Smoothies und Milkshakes zaubern, man kann aber auch tolle Suppen pürieren und außerdem kann man Walnüsse oder Nüsse hacken, man kann Zwiebeln hacken und zum Beispiel auch ein ganz tolles Pesto zaubern. Der Yummy Gourmet von Tefal ist die perfekte Wahl, wenn man täglich frisch und ohne viel Zeitaufwand kochen möchte. Außerdem lässt er sich super in den Alltag integrieren und sieht dabei auch noch richtig schick aus. Der Yummy Gourmet von Tefal ist auf jeden Fall die perfekte Wahl, wenn man einen Wegbegleiter auf mehrere Jahre braucht. Und man kann ihm auf jeden Fall vertrauen. Überzeugt euch selbst!